Sie gehört seit langem zu den Highlights der BRF-Veranstaltungen im Jahreslauf, die Verleihung der Goldenen Antenne. Sonntag ab 17 Uhr ist es wieder soweit. Im großen Saal des Triangel in St. Veit werden die Schlagerfreunde 4 Stunden lang ganz bestimmt auf ihre Kosten kommen. Denn die Künstler, die der verantwortliche Musikredakteur Charles Doske engagiert hat, können sich sehen und hören lassen. Wir hatten das große Glück, in diesem Jahr wieder ein paar Superstars zu uns zu holen. Zum Beispiel Monika Martin, die seit über 25 Jahren überall auf den Bühnen steht. Anna-Maria Zimmermann, die eine Newcomerin ist, aber auch schon relativ viele Erfolge feiern konnte. Leonard, der ja auch schon seit vielen, vielen Jahren bei uns erfolgreich in der Schlagerparade platziert ist. Und dann fürs Lebenswerk Roland Kaiser. Er ist wirklich der Kaiser des deutschen Schlagers. Und wir haben auch eine regionale Künstlerin mit dabei, Astrid, die ja auch mit einigen Titeln bei uns schon gelaufen ist, und natürlich auch ein paar Leute, die für gute Stimmung sorgen, das sind die Cappuccinos. Keine Frage, in diesen Zeiten ist es nicht immer leicht, erfolgreiche Interpreten zu verpflichten, aber sie kommen gerne zum BRF. Zum Teil sind die Künstler ja auch horrende Gagen gewohnt, die können wir nicht zahlen. Allerdings muss ich sagen, die Künstler sind uns bisher immer wohlgesonnen gewesen, weil wir auch diese Künstler in der Anfangsphase ihrer Karrieren immer wieder unterstützt haben. Und das danken sie uns heute, indem sie zu uns kommen. Nach welchen Kriterien wird die Auswahl der Stars getroffen? Wir schauen uns zuerst mal an, wer ist über die Wochen und Monate bei uns in der Schlagerparade gut platziert. Wer kann überhaupt an diesem Datum zu uns kommen? Denn das Datum steht fest. Diese Location, das Triangel in St. Veit, ist halt nur an diesem Datum für diese Veranstaltung frei. Das ist keine einfache Geschichte. Und dann müssen die Künstler natürlich einverstanden sein, zu uns zu kommen. Und bisher hat es immer gut geklappt, aber es wird immer schwieriger. Und das Triangel in St. Veit ist ein geradezu idealer Veranstaltungsort. Akustisch auf jeden Fall hervorragend. Fast so ungefähr 700, 750 Plätze. Das ist für diese Art von Veranstaltung geradezu ideal. Die Infrastruktur ist auch top. Man muss also nicht gleich mit jeder Menge Material dort aufkreuzen und das alles aufstellen. Es ist schon größtenteils vorhanden. Das ist eine gute Sache. Allerdings muss man sagen, wir hatten auch schon Jahre, zum Beispiel in dem Jahr, wo der Semino Rossi zu uns gekommen ist oder Karel Gott zu uns gekommen ist. Da hätten wir auch locker 1000 Karten verkaufen können. Da war es ein bisschen zu klein. Aber ich denke, momentan ist es geradezu ideal. Klar, dass sich der Chef des Hauses, BRF-Direktor Wimmer, auf die Verleihung der Goldenen Antennen freut. Die Verleihung der Goldenen Antennen ist für uns so etwas wie ein Highlight im BRF-Veranstaltungskalender. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Jahresverlauf, aber gerade die Goldenen Antennen beweisen, dass wir auch auf dem Parkett der Unterhaltung zu Hause sind. Und insofern erwarten wir da wieder mit dem bewährten Team gute Stimmung wie in den letzten Jahren, ein volles Haus, akkurate, ansprechende Künstler und von daher einen schönen Nachmittag. Einige Restkarten sind übrigens noch zu haben. Wer es im Vorverkauf nicht geschafft hat, sollte es an der Abendkasse versuchen.